Letztes Jahr habe ich viel nachgedacht darüber, was es eigentlich für mich ausmacht, Rad zu fahren, in einem Rennteam zu fahren, Rennen zu fahren. Und für mich kam da irgendwie raus, dass ich bei allem, was ich mache, den Spaß nicht dabei verlieren darf. Und ich habe für mich einfach herausgefunden, dass es bei mir mit dem Training ein bisschen vielleicht wie beim Autofahren ist. Entweder du gibst Gas oder du stehst auf die Bremse. Alles andere ist irgendwo Zeitverschwendung. Man muss den richtigen Bremspunkt sozusagen erwischen. Wenn man zu viel auf der Bremse steht, dann wird man langsamer und bleibt irgendwann stehen. Wenn man zu viel Gas gibt, fliegt man halt aus der Kurve raus. Das ist, denke ich, eine ganz gute Analogie. Und so versuche ich es halt, diesen Bremspunkt am besten im Training zu treffen und dabei halt mich irgendwie auch auf das zurückzubesinnen, was mich früher schon ausgemacht hat und was mir Spaß macht, und das so viel wie möglich in mein Training zu integrieren. Ja, ich bin vor allem durch meinen Bruder Luis dazugekommen. Ich fahre, glaube ich, schon seit U9 Rennen, so wie man das halt als Kind macht. Das wurde dann immer professioneller, bis ich dann im ersten Jahr U15 meine ersten Nachwuchs-Bundesliga-Rennen gefahren bin. Und dann im zweiten Jahr U15 auch ins Team gekommen bin. Da lief es dann auch schon richtig gut. Bin bei der Deutschen, da schon deutscher Vizemeister geworden und habe gemerkt, dass es mir einfach Spaß macht, Rennen zu fahren, an mein körperliches Limit zu gehen. Und vor allen Dingen hat es mir auch schon immer Spaß gemacht, im Training ja, auch über mich hinauszuwachsen und immer weiterzukommen. Und es war natürlich auch immer eine Motivation, dass ich einen großen Bruder hatte, der schon immer schneller war als ich. Und konnte mich immer mit ihm ein bisschen messen. Da hat er auch noch zu Hause gewohnt. Und ja, war immer schon immer gut, mit ihm zusammen zu trainieren. Mountainbike-Sport mache ich schon relativ lang. Seit 2004 bin ich mein erstes Rennen gefahren. Ich glaube, das war in Dettingen an der Erms. Genau, es war 2004 und mein erstes Rennen habe ich dann ein Jahr später gewonnen beim Bike the Rock in Heubach. Und professioneller wurde es dann in der U15, als ich ins Pro-Team gekommen bin vom damaligen MHW Cube Racing Team. So Anfang Februar ging es dann richtig los mit Intervalle fahren. Da fährt man dann meistens so an der Schwelle irgendwie zwischen 40 Minuten und einer Stunde Gesamtdauer. Also man fängt irgendwie an vielleicht mit 5x8 Minuten und steigert sich dann, bis man vielleicht maximal auch mal 6x10 Minuten oder sowas fährt. Aber das ist dann schon richtig knackig und da möchte man dann am nächsten Tag vielleicht auch eher nimmer aufs Rad. Ja, als es jetzt dann zunehmend auf die Rennen zuging, habe ich wieder angefangen mit intensiven Einheiten. Die liefen auch richtig gut. Auch die Werte haben gepasst im Training und ich war sehr zufrieden und war eigentlich auch bereit für die Rennen, bis dann eben das mit Corona losging. Für mein drittes Jahr in der U23 von 4 habe ich mir dann schon wieder ein bisschen mehr vorgenommen und ich finde, das habe ich ganz gut hinbekommen. Hab zwar den Saisonstart ein bisschen verpennt, aber hinten raus doch noch die Kurve gekriegt mit dem 5. Platz beim letzten Bundesligarennen in Freudenstadt.
für mein viertes Jahr, das jetzt eigentlich wäre, das auch gleichzeitig das letzte, wollte ich eigentlich schon nochmal richtig angreifen. Ich hatte, würde fast sagen, den besten Winter, bin nie krank geworden und ja, aber Schicksal. Ich habe mein Praktikum beendet und schon in den, ich glaube, da hatte ich noch 3 Wochen Praktikum, da ging es schon los, dass man so von den ersten Fällen ja, von Corona auch in Italien gehört hat und irgendwie war da immer noch so die Stimmung, ja, das kommt nicht nach Deutschland oder die haben irgendwas falsch gemacht oder sowas, es geht schon an uns vorbei und wenn dann ist halt mal so eine Woche oder so, ist mal ein bisschen krank, aber dass das so ein Ausmaß annimmt, wie es jetzt hat, das hat sich da irgendwie noch keiner vorstellen können. Also ich habe das auch ganz ehrlich voll unterschätzt am Anfang. Ja, in den letzten Wochen von meinem Praktikum, als ich dann schon zu Hause war, da ging es dann auch los mit, dass die ersten Rennen abgesagt wurden. Ich glaube, als erstes war es irgendwie Heubach, die schon recht früh gesagt haben, sie machen es nicht, obwohl das Rennen erst im April gewesen wäre. Und da hat man dann schon gemerkt, dass das vielleicht doch nicht nur so eine normale Krankheit ist, die wieder schnell vorbeigeht. Und dann wurde Obergessertshausen das Egger Race gleich auch abgesagt. Und dann hat man eigentlich schon gemerkt, also vor Juni, Juli wird keiner von uns an der Startlinie stehen. Als es jetzt zunehmend klar wurde, dass wenn überhaupt mal 2020 gegen Ende noch an der Startlinie steht, wird es natürlich auch kritisch, was die Motivation angeht für die Intervalle. Aber was die normalen Einheiten angeht auf dem Rad, die machen mir nach wie vor Spaß. Und ich versuche einfach so lange wie möglich auf dem Rad zu sitzen und Spaß dabei zu haben. Das war natürlich schon erstmal eine ganz schöne Bremse für die Motivation, weil da war es halt auch die Zeit, wo man gerade angefangen hat, richtig intensiv zu trainieren und wo das Training vor allem anfängt, auch nicht mehr so viel Spaß zu machen, weil halt ja, die Tage einfach immer härter werden. Als allmählich immer die ganzen Rennen nacheinander abgesagt wurden, dann war man schon kurz sprachlos und hat sich so überlegt, ja, soll ich jetzt eigentlich noch weiter trainieren oder was soll ich jetzt machen? Ja, ich hoffe, dass es bald wieder weitergeht und dass auch wieder Rennen stattfinden. Und dass ich meine Leidenschaft mit dem Radsport einfach beibehalten kann und dass es mir immerhin so Spaß macht noch, wie als ich angefangen habe. Und, ja. Radfahren macht mir sowieso Spaß, ob jetzt Rennen sind oder nicht. Deswegen habe ich damit jetzt aktuell auch kein Problem, mich zu motivieren. Nur klar, die ganz intensiven Sachen, die lässt man halt irgendwie weg, weil das keinen Sinn machen würde, das jetzt zu machen. Das ist schon auch was, wo man sich wahrscheinlich auch noch in ein paar Jahren zurück erinnern kann, dass es einem auch gut tut, wenn man sich mal ein bisschen Pause gönnt und einfach auch mal nichts tut. Und nicht sich sagt, okay, jetzt habe ich die Stunde und die muss ich zum Entspannen nutzen und danach kommt schon wieder was anderes, sondern dass man sich die Zeit gibt und genau das tut, was man möchte, was man gerade im Moment Lust drauf hat. Und da, das merke ich schon, dass ich jetzt schon mehr Kraft im Training habe, mehr Motivation auch, weil man sich nur darauf konzentrieren kann und einfach viel mehr Zeit dafür auch hat.